Nee. Nochmal blinken. Na gut. Oder warte, mal ganz kurz. Einmal dann blinken, ja. Blind. Dann machst du aus. Ja. Mach's aus, mach's aus. Ihr sagt einfach Bescheid, wenn ihr die Stadt überfliegt, dann. Feindmeldung? Ja, Feind greift an. Aber es kann da unten was stehen. Oh, unter euch ist einer, unter euch, der ist ja, unter euch. Genau, unter uns. Ist mal gerade. Heckschütze schießt, ja. Bomben raus. Ja, das ist keine Gefahr, der ist tiefer. Ich behalte im Auge. Eure Heckschützen haben ihn aber schon markiert. Naja. Ah, oh, Achtung, einer ist nah bei euch. Ja, Achtung, ihr habt einen Jäger dran, wie du. So, nah zusammen, 170. Ja, Achtung, 1, Achtung, 70. Achtung, Achtung, ausweichen, oh, ausweichen. Oh, scheiße, ich bin getroffen. Er ist genau zwischen euch. P40, P40. Dreh. Motor steht. Also, Regeln, 170. Er bricht ab. Komm hoch, komm hoch. Jetzt, ja. 3 bis 4 Meter mit ganz kurzen Feuerstößen die Motoren auszuschalten. Das klappt ganz gut. Also wenn man jedem Motor welche drauf gibt, dann fallen die in der Regel aus. Nicht viel später kackt die dann irgendwann ab. Erfordert halt ziemlich genaues Zielen und der Peschka-Pilot. Ne, fliegt relativ straight. Ich habe erstmal meinen 6 gecheckt. Alles klar, ich breche ab. Welche 109 wurde gerade getroffen? Da wurde gerade 109 getroffen von der E16. Ich konnte mir keiner von uns Steigt eine 109 über Rolf, die kriegt auch noch eine E16. Vorsicht, der schneidet die gleich. Nee, die geht nicht. Ich dreh weg von der P40. Ja, seh dich. Treffer, 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 Treffer. Victor, ja, auch bekannt, ich komm dazu. Ich bin nur leider auf Level mit ihr. Die hat ein bisschen mehr Energie jetzt. Achtung, noch, die 16 kommt springt runter. Ab, die 16 springt ab. Bin noch oben drüber. Also, ihr seid Victor, da. Victor, Absprung. Kann den einer angreifen? 3,5. 110 greift an. Ja, ich. Das ist wie du. Ich mach parallel dazu höher, aber ich brauch noch ganz schön. Mach ebenso höher. Oh, Treffer, ja. Guter Treffer. Treffer. Sehr schön. Er geht senkrecht runter. Drückt weg. Wollt ihr den verfolgen? Jo. Bin noch dahinter. Ja, seh dich. In der Wolke. Der geht leicht Rolf. Bisschen weniger Vorhalt. Ja, guter Treffer. Geht nach unten. Vito, ich übernehme. Victor. Ja, ich geh aus. Deckt uns einer noch von oben? Ich bin dort voll noch über euch, ja. Ja, ich geh rein. Treffer. Schöner Treffer. Ich geh rein. Sieht Wasser. Ich bin dran. Ich bleib erstmal raus, Jungs. Rudelt, rudelt, gute Treffer. Absprung. Victor, Abflug. Aufschlag. Ja, ich glaube, ich bin der Erste dran. Köhler, geh mal komplett zu. Er drückt an, scharf. Aber ich komme ran. Treffer drauf, brennt glaube ich, oder hat Öl. Hat Öl.
Schießt dir nach, glaube ich, Ursa. Ja, versucht er mich, versucht von mir. Oh, da hat sich einer reingerammt. Au. Klasse, ey. Super. Oh ja, SD2s wegwerfen. Das war was. Bruno! Oh, Dugo. Gestern habe ich eine Peschke angegriffen und Nutella sagt zu mir, hey, da ist eine MiG-3. Ich so, wo? Und steigt genau unter meiner Nase im Visier hoch. Ich brauchte nur noch abdrücken. Kommt im Chat. Weil wenn du zu lange dauerst, kickt er dich raus und dann kriegst du einen Timer. Karl-Rakete. I just go say. Rednack-Rakete. Na, schön die Nase runterdrücken, Geschwindigkeit aufbauen. Wir gehen erstmal ein Stückchen geradeaus, um weitere Geschwindigkeit aufzubauen. Edo Solo. Karl Solo. Auch ein Pool nicht zu sterben. Redneck Solo. Ich fühle deinen Schmerz, Zerwas. Fliegt hier keiner Jagd mit? Bin ich alleine? Jetzt heißt. Wir fliegen erstmal Kurs 0. Wenn Ziel ist die Artillerie, ja? 50. Frageziel? Kamenskoye, sehe ich auf meiner 11 Uhr. Noch etwas weit. Und dann weiter hinten auf 11 Uhr ist Naro von Minsk. So, und von Naro stehen die Ziele im Osten. In einer großen Waldlichtung, die sehe ich auch schon. Okay. Wir wechseln den Kurs auf 350. Gleich hängt meine Glasglocke über der Stellung, dann sehe ich dann auch irgendwann mal was. Jetzt baut sich alles auf, Bäume bauen sich auf, Stellung baut sich auf. Okay, gut. Achtung, wir drehen nach rechts. Wieder auf 0 Grad. Jetzt. Leider ist die Stellung. Seht ihr die Stellung da unten auf 11 Uhr? Ja. So, die südliche Bunkerlinie und eine, die nach oben geht. Wer nimmt die südliche Linie, wo die Bunker nebeneinander steht? Seht ihr das? Ja, ich. Da schmeißen bitte zwei Leute drauf. Du bist was mit rein. Ja. Redneck in die Mitte. Jo. Und ich nehme die oberen Stellung. Okay? Geht's los? Angriff geht in Richtung 330 raus dann. Verstanden? Verstanden. Angriff 3 für alle. Richtig. So, du kannst ja was, bleib dran oder zumindest an den Baumann. Da ist er, 5. Lack schießt. Wie du es durch, Abflug ist 330, ganz tief über die Bäume. Ganz tief und schnell. Bewegt euch noch ein bisschen beim Abfliegen. Redneck durch. Bomben sind weg. Bisschen nach links und rechts. 330. Du hier frei. Ja, sieht gut aus. Wir fliegen Gefechtsleistung raus. Beide Achtung, Flak fängt an auf zu schießen. Ausweichen, ihr seid Bomben gleich gehen raus. Hoch, schöne Treffer, gerade in der Reihe. Flak hat aufgehört, 0. Sehr schön, ihr seid frei. Flak ja, da ging alles hoch. Video 70-70 vorn. Zum Abschließen für den Rest. Kurs ist 330. Stellung zerstört, Horridor. Okay, jetzt drehen wir über West. Karl, hast du Sicht? Ich bin genau hinter dir. Die Kurve fliegen ist ein bisschen ein Problem, wenn man nichts sieht. Eine Maschine sehe ich bei mir. Ich schlitze auch auf die rechte Seite. Jetzt tief über dem Fluss, jetzt Wald, auf Karuso. Nipsa, ich bin bei dir 0. Dran. Naja, alt wäre er nicht geworden.
Nö. Ich fange an, auf der rechten Seite zu landen. So, wir können jetzt mal wieder ein bisschen steigen. Redneck folgt. Von der Leistung runter, ich gehe wieder zurück auf 2002 in Umdrehung. Dass wir den Platz nicht verpassen. Ja, ist schlecht einzusehen. Naja, ich weiß, die Winterplätze hier im Wald, die sind echt kacke. Und eine Peilung bist du ziemlich abgeschmissen hier. Wie du setzt auf. Kann man bei Moschalsk landen oder nicht? Nee, gesperrt. Ja, die Stadt auf unserer 8 Uhr hast du ja gesehen, Knipser, gell? Zur Orientierung. Ja. Das ist Borowsk, ja. Wir sind genau richtig. Wenn wir hier einfach südlich fliegen, kommen wir direkt nach Malo. Also der Kurs passt. So, erstmal alle runter und raus, gleich aus dem Flugzeug. Nick kommt jetzt mit der 110 mit, weil er seine 88 genau. Gerade geschrottet hat. So. Also sieht diese Artillerie sieht mehr nach Defense-Stellungen aus, weiß nicht. Sie haben eine Rakete? Ja, von ganz weit betrachtet sieht es auch genauso aus, aber sie ist anders angeordnet. Ich bin ganz nah gegangen. Ja, es geht um die Anordnung, wie sie aufgestellt ist. Karl, hängst du dich hinten ran gleich bei mir? Ja. Ich bin gerade... Vorsicht, Gus, geht bei uns gleich auch so, Ralf? Ja. Yep. Drosselklappe und Drehzahl auf 77 beide. Der den Platz von Marsch. Durch die schmale Waldlinie gehen die Bunker weiter. Und darauf musst du werfen. Und Doku kommt mit mir. Alles. Freier, er kennt schon rein, wenn ihr das wollt. Kann er schon also rein. Die. Abflugkurs ist für alle. Wurf 4-0. Das muss ich auch selber mal gucken. Leistung geht bei mir runter. Wir sind noch zwei hohe 109, das ist schön. Wir sind auf 35 mittlerweile, falls du uns siehst. Ja, genau. Nee, die sind auf meiner Höhe oben auf 50, schön. 55. Leistung ist raus, Dugu. Leistung ist raus. Flak schießt, Vorsicht, auf die 110. Ja, ich sehe es, alles gut. Redneck, kannst du die Flak nehmen? Ja, ich bin dabei. Dugu, wir drücken Fort. Jetzt rein. Gegen hoch, die 5. Die Kurse gehen auch ein bisschen runter. Abflugvektor. 2-4-0. Ja, eine Stellung kriegen wir nicht. Egal. Und ziehen. Nicht so schnell werden. Okay. 2-4-0. 2-4-0. Oh, tief und... Licht an. Wie du, mein gefangen genommener Pilot hat wirklich viel verpasst, denke ich. Wenn ihr hier Bombe fliegt. Wieso ist denn da gefangen? Der ist gefangen genommen worden. Ich bin über der Frontlinie abgesprungen. Captured. Ich hatte nie 6 und... Ja. Ja, ich brenne geschossen. Muss nochmal eine Runde drehen. Okay, wer redet? Geh, Lisa. Fahrwerk raus. Hier die Rolf jetzt noch. Bin dabei. Kronk. Ah, da ist ja noch. Was ist denn das? Redneck, du bist noch in der Luft, oder? Ja, ich bin in der Luft. Ich warte, ja. Bis die Kollegen sicher und sauber unten sind, weil die 110 ist mir. In ihrem Bremsverhalten bleiben. Wenn die erste Runde nicht trifft, dann wissen wir wenigstens, wo die hinhauen müssen. Ja, wir müssen uns die Stellung. Also, ich glaube, unten im Süden war nichts mehr. Entweder da in diesem Wald oder vor diesem Wald, dieses Camp, denke ich. Die Scheiße ist, dass die Stellung genau in diesem Waldstück durchgeht und da kann es gut verstecken. Was? Dem. Aber so gesehen wieder mal etwas realistisch.